herzlich willkommen, liebe Community, hier zum Playcast Nr. 25. Begrüßen euch der Yuga und ich, die Draki, hier nur bei Playmassive TV auf YouTube und natürlich auf Playmassive.de und auf Playnation.de. Und über uns hören wollt. Was ist bitte schön YouTube? Das ist die Frauenversion von YouTube. Ah ja. Also das ist die Werbung mit den vielen nackten Leuten, oder? Nein. Verdammt, daran wäre ich interessiert gewesen. Nein, natürlich nicht, liebe Leute. Ja, willkommen hier zum 25. Playcast. Derbe. Und wir legen heute hier auch direkt los, nämlich mit Battlefield 3, welches ja Ende diesem Monat noch erscheinen wird, am 27.10., um genau zu sein. Ja, und es ist ja in den letzten Jahren immer schon wieder öfter passiert, dass sogenannte Day-One-Patches erschienen sind, quasi der Patch nach dem Release. Und ja, genauso wird es auch bei Battlefield 3 sein. Hier hat DICE ja schon einen Patch angekündigt, der direkt nach dem Release, beziehungsweise noch am gleichen Tag, also ein Day-Zero-Patch, folgen wird. Ja, der wird noch einige kleine Fehler im Spiel beheben, die jetzt quasi ja ihren Weg in die Gold-Version finden werden, gefunden haben. Irgendwie ist es für mich immer ein bisschen komisch, denn ja, offiziell ist Battlefield 3 noch nicht Gold. Das heißt, ja, die Software ist noch nicht in die Presswerke gegangen, aber dennoch planen sie schon einen Patch. Egal. Auf jeden Fall solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr ja euer Battlefield 3 in den Händen haltet, es installiert und dann mit einigen Fehlern konfrontiert werdet. Das wird noch alles rausgepatcht werden. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von, ja, wir wollen das Ding jetzt rausbringen. Das glaube ich nicht, dafür haben sie zu lange dran entwickelt. Und ja, es ist ja auch offiziell noch nicht Gold. Ja, aber warum ist dann jetzt schon der Patch geplant? Ich meine, dann hätte man ja auch sagen können, so Leute, tut uns sorry, wir warten jetzt doch nochmal eine Woche und bearbeiten das alles nochmal, bevor das in die Presswerke geht. Ich glaube, das liegt doch daran, dass die dann hart an irgendwelche Termine gekettet sind. Es sind jetzt ja auch, wenn ich mir diese Liste hier so angucke, jetzt auch keine wirklichen schweren Fehler. Wobei gleich der erste Fixed Occasional Client Crash When Reviving. Seltsam. Aber gut, Jungs werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Die Beta ist ja am Laufen. Das hatten wir auch schon in dem letzten Playcast. Ja, gucken wir uns das Ganze einfach dann zum Release nochmal an. Ja, wir werden ja sehen, wie es dann aussieht. Ja, wir kommen jetzt auch gleich zur nächsten News. Die nächste News ist da schon ein bisschen, ja, ich sag mal, erheiternder. Der Titel zwar nicht, denn Bethesda klagt gegen Mojang. Mojang, das kennt ihr, die haben die lustigen Würfel gemacht, die wir Minecraft nennen. Und die haben zurzeit noch ein zweites Projekt am Laufen und das nennen sie Scrolls. Das findet Bethesda nun gar nicht lustig, weil sie sagen, nee, nee, Moment mal, das klingt ja wie die Elder Scrolls und deswegen ist das unser Name. So, nun hat Mojang, beziehungsweise der gute Notch, eine, ja, sehr, ja, friedlich will ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber eine außergerichtliche, ja, Einigung vorgeschlagen, und zwar indem er ein Quake 3 Match vorgeschlagen hat. Und in diesem Match sollen drei Spieler von Mojang gegen drei Bethesda-Mitarbeiter antreten und der Verlierer muss dann eben halt nachgeben. Bethesda fand die Idee jetzt nicht ganz so cool wie wir. Und brachte das Ganze dann vor Gericht. Jetzt müssen wir alle abwarten, wie das Gericht entscheiden wird. Es wäre schon episch gewesen. Eine Quake-3-Schlacht, ja, zwischen absoluten Gaming-Nerds und Gaming-Geeks. Ja, das wäre ein Riesenfest geworden, liebe Leute. Wobei, ich glaube, Bethesda hätte da so ein bisschen den Heimvorteil gehabt, denn die arbeiten ja auch derzeit mit ID Software zusammen, nämlich beim Titel Rage. Und ID Software als Entwickler von Quake 3, ich glaube, ja, ne, die haben da schon ein paar Tricks drauf und hätten auch die Jungs von Bethesda ordentlich trainiert. Ja, umso blöder, dass sie es abgelehnt haben. Oh ja. Gehen wir direkt weiter zur nächsten News, liebe Leute, und diesmal verschlägt es uns in die Gefilde der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, und die Jungs haben sich jetzt Diablo 3 vorgeknöpft und ja, das Bangen hat ein Ende, der blaue Sticker ist drauf, ja, Diablo 3 wird ab 16 Jahren freigegeben sein, das heißt, es wird keine geschnittene Version für den deutschen Markt geben, finde ich richtig gut. Jetzt lässt sich natürlich drüber streiten, ab 16 ist das Spiel dann wirklich brutal, denn wie wir Diablo zumindest noch aus alten Teilen kennen,
kennen, fließt da ja schon ordentlich Blut. Aber gut, ne, die werden das Ganze ja getestet haben und nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben. Allerdings gibt es da auch eine etwas nicht so tolle News, nämlich für alle Fans von 4.3. Vor allem für die, die sich das Spiel noch kaufen wollen. Die Uncut-Version, die auch hierzulande noch als PEGI bzw. österreichische Fassung zu kaufen ist, wurde jetzt von der BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, indiziert. Ja, sprich, ihr könnt die Fassung in Deutschland nicht mehr käuflich erwerben und das kommt jetzt für gerade die PC-Spieler mit dazu, nicht mehr bei Steam freischalten. Bisher war es ja möglich gewesen, einen österreichischen Key bzw. den PEGI-Key, weil außerhalb Deutschlands wird ja dann die PEGI-Version verkauft. Und ja, bisher war es möglich, auch auf einem deutschen Steam, also mit einer deutschen IP, einfach den PEGI-Key freizuschalten und dann hat man die unzensierte Version des Spiels bekommen. Wenn man das jetzt tut, dürfte entweder die Meldung kommen, dass das Spiel nicht verfügbar ist, oder ihr bekommt automatisch die zensierte Version von 4.3. Deswegen, ja, passt da beim Kauf auf, nicht, dass die Vorfreude zu groß und die Enttäuschung am Ende noch größer ist. Kannst du jetzt nicht die Version mit den fliegenden Körperteilen spielen? Doch, also wer das Spiel schon auf seinem Steam hat, der hat nochmal Glück gehabt, aber natürlich, wer jetzt erst mit dazukommen will, der ja, muss damit leben, die zensierte Version spielen zu müssen. Oder er geht andere Wege, die nicht ganz legal sind, deswegen werden wir sie hier nicht erwähnen. Ja, genau. Deswegen gibt's diese Wege auch überhaupt nicht. Wir kennen sie nicht und wir haben nie davon gehört. Wir übermalen sie mit rosa Farbe. Ja, das war das falsche Spiel. Aber egal, wir gehen jetzt direkt weiter zu einer legalen Möglichkeit, ein Spiel vor dem Release-Datum zu spielen. Richtig, die Rede ist hier von einer Beta und hier im Speziellen von der Beta von Star Wars The Old Republic. Wenn ihr euch für die Beta-Tests beworben habt, dann solltet ihr jetzt euer E-Mail-Postfach überprüfen, denn Electronic Arts und BioWare haben die ersten Einladungen zum geschlossenen Test verschickt. Ja, und als wäre das nicht schon cool genug, gibt es für alle Teilnehmer die komplett lokalisierte Fassung, sprich, ihr könnt das alles auf, ja, auch auf Deutsch spielen. Des Weiteren heißt es, dass die deutschen Beta-Teilnehmer einen Extra-Server erhalten, um ohne Probleme und Wartungszeiten spielen zu können. Das ist doch mal ein super Service. Wer jetzt von euch noch in sein Postfach schon reingeguckt hat und noch keinen Beta-Key erhalten hat, der braucht gar nicht traurig sein. Hä? So wie ich. Ich hab keinen Beta-Key bekommen. BioWare hat mich vergessen. Nein, wir haben dich nicht vergessen. Denn über Twitter verrät der gute Community-Manager Lisa Tan, dass die nächste Einladungswelle bald rausgehen wird. Inzwischen wurden aber alle Keys der ersten Welle schon versendet. Das heißt, ihr könnt alle noch in der zweiten Welle sein. Hey! Und spätestens am 22. Dezember dürft ihr dann selber das Laserschwert ziehen, denn dann erscheint das Spiel im deutschen Handel. Lustigerweise, wir hatten es ja auch schon in der letzten Ausgabe erwähnt, ursprünglich hatten ja die Jungs von BioWare gesagt, sie wollen erst das Beta-Feedback abwarten, bevor es einen Release-Termin gibt. Ja, jetzt gibt's den schon vor der Beta, ist ja auch was Tolles. Ja, wer jetzt allerdings noch an seiner Beta werkelt, das ist Bethesda Softworks. Und zwar arbeiten die gerade noch ganz hart an The Elder Scrolls 5 Skyrim. Da wurde ein Fehler entdeckt, den ich persönlich eigentlich total cool finde und den man dringendst eigentlich im Spiel lassen sollte. Denn man stieß auf, haha, ein Huhn. Dieses Huhn spielt Polizist. Denn in The Elder Scrolls 5 Skyrim melden die Bewohner eines des Dorfes Himmelsrand so spezielle, unvorhergesehene Vorkommnisse, zum Beispiel Verbrechen, den Ordnungshütern. Und das oben erwähnte Hühnchen macht sich dann sofort auf den Weg und benachrichtigt die virtuelle Dorfpolizei. Ja, Howard verspricht übrigens, dass der Fehler in der finalen Version nicht mehr enthalten sein wird, was wir schade finden. Ja. Das Evil Chicken, es hat jetzt auch schon Besitz von The Elder Scrolls 5 Skyrim ergriffen. Muah. Kommen wir zum Titelthema dieser Playcast-Ausgabe, dem bald erscheinenden WoW-Patch 4.3.
Ja, der laut Blizzard der größte WoW-Patch seit Release von Cataclysm ist. Und darin geht es um nichts Geringeres als den epischen Kampf gegen Deathwing, der uns am Ende von Drachenseeler, einer Raid-Instanz, erwartet. Ja, und natürlich, um diesen Kampf zu schlagen, müsst ihr euch auch dementsprechend vorbereiten. Und dafür gibt es auch wieder drei neue 5-Mann-Instanzen. Ja, alles spielt sich in den Höhlen der Zeit ab. Eine dieser drei Instanzen lautet Endzeit. Und ja, da geht ihr quasi in die Zukunft und erlebt, was passieren würde, wenn Deathwing gewinnt und quasi ganz Azeroth korrumpiert. Dann gibt es noch eine Instanz, die heißt Brunnen der Ewigkeit, und die bringt euch ganz weit zurück in die Vergangenheit, und nämlich werdet ihr da mit Thrall am Krieg der Ahnen teilnehmen. Gerade für Lore-Fans wird das, denke ich mal, ein Riesen-Highlight sein. Und ja, die dritte Instanz, Stunde des Zwielichts, die bereitet euch quasi auf den Kampf gegen Deathwing am Würmruh-Tempel vor. Wobei der Kampf gegen Deathwing selbst, also in der Red-Instanz Drachenseele, wird sich an zwei Orten austragen. Nämlich einmal am Würmruh-Tempel und einmal direkt am Mahlstrom. Ja, und dann sollen die WoW-Recken mal schauen, dass sie die Welt von ihm gereinigt kriegen. Und ja, natürlich sind die 5-Mann-Instanzen und die neue Raid-Instanz nicht alles, was der neue Patch zu bieten hat. Dazu kommen noch einige ganz, ganz coole Features, wie ich finde. Zum Beispiel der Raid-Finder. WoW-Spieler kennen das schon, der Dungeon-Finder hilft einem dabei, ja, 5-Mann-Gruppen zu finden für heroische und non-heroische Instanzen. Und das Ganze fand Blizzard so gut und die Spieler obendrein sowieso, dass es dieses System jetzt auch für Raids geben wird, den sogenannten Raid Finder. Ja, da könnt ihr euch dann faktisch, wie man es beim Dungeon Finder macht, für einen Raid anmelden und wird dann einer Gruppe zugewiesen. Das Ganze ist dann wieder serverübergreifend und die Raids, die man dann quasi über diesen Raid Finder findet, werden auch etwas abgeschwächter sein. Also ihr erlebt dann nicht den absoluten Heroic Mode, sondern einen sehr, sehr leichten Modus, da dieses Tool vor allem natürlich bei Casual Spielern zum Einsatz kommt, denn natürlich die Superspieler werden natürlich schon in festen Gilden integriert sein und auch mit denen dann raiden gehen. Daher orientiert sich dieses Feature vor allem an Spieler wie mich, die wenig Zeit zum Spielen haben, und darüber freue ich mich noch ganz besonders. Und natürlich wird dann auch der Loot etwas angepasst, ne? Man bekommt dann nicht ganz so tollen Loot wie in der normalen Variante, und auch das neue Tierset, das T13-Set, wird etwas abgespeckt sein. Aber ansonsten können wir uns trotzdem freuen. 8 Bosse gibt es in der neuen Raid-Instanz Drachenseele zu besiegen, und ja, obendrauf gibt es noch 2 ganz tolle Features, die ich auch noch kurz mit erwähnen möchte, nämlich den Transmodifikator. Und ja, dieses tolle Teil macht es möglich, dass ihr das Aussehen eurer alten Items auf eure neuen Items kopieren könnt. Das ist richtig cool, denn ja, ich habe auf meiner Bank noch uralte T1 und T2 Teile und jetzt kann ich auch meine neue Rüstung so aussehen lassen. Das Ganze kostet noch nicht mal so viel Gold, also ich glaube 20 bis 30 Gold pro Item. Und ich finde, das ist mal gar nicht so übel. Übrigens, Transmogrifikation oder Mogrifik, oh, das Wort kann wieder mal kein Mensch aussprechen. Nennen wir es einfach Transmogidingsbums. Und ich finde das toll. Wie gesagt, mein Magier rennt jetzt schon in einem kompletten T1-Set rum, was die vollen Stats meiner Cataclysm Epic-Ausrüstung dreht. Und das letzte coole Feature, was mit dem Patch hinzukommt, ist, ja, das Lehrenlager. Und im Lehrenlager könnt ihr ganz, ganz spezielle Gegenstände einlagern. Das Ding kostet euch beim Kauf einmalig 200 Gold, dann könnt ihr dieses zusätzliche Lager benutzen. Allerdings, ja, ist es für normale Gegenstände nicht ganz so brauchbar, denn das Ein- und Auslagern kostet Geld. Daran feilt Blizzard noch, wie hoch das sein wird. Derzeit sind es, glaube ich, 20 oder 40 Gold, die ihr für Ein- und Auslagern bezahlt. Aber gerade wenn man jetzt epische Teile findet, die keinen Platz mehr auf der Bank finden, im Inventar sowieso nicht, die kann man alle schön da reinlegen und sie dann in Zukunft benutzen, um eben diesen Skin nochmal wieder zu verwenden. Oder wenn es einfach ein schönes episches Item oder ein schönes Item aus der alten Zeit ist, das man immer mal wieder gerne rausholt. Zu guter Letzt wird es auch eine neue Questreihe für die Schurken geben, die natürlich in der Instanz Drachenseele absolviert wird und an deren Ende ihr 2 legendäre Dolche bekommt, mit denen ihr ordentlich Prügel austeilen könnt. Das Ganze hört sich ziemlich cool an, ich hab's aber auf dem Testserver schon angespielt, also Lehrenlager und Transmodifi-Dingsbums sind ganz cool. Wie gesagt, ich laufe ja hier nur auch schon in einem völligen T1-Set rum, was die Werte von meiner Cataclysm-Ausrüstung hat, aber ich habe mir auch schon mal die neue
neue 5-Mann-Instanz Endzeit angeschaut und da war ich überhaupt nicht so begeistert gewesen. Gerade den Trash konnte man auf dem Testserver noch ziemlich gut umrennen. Das sieht man ja auch in dem kleinen Video, das ich gemacht habe. Da haben wir ja im Obsidian Dragon Shrine den Trash ganz einfach mal stehen gelassen, sind direkt zum Boss durch. Die Bosskämpfe sind auch nicht unbedingt so schwer. Gerade der Endbosskampf ist ziemlich Face-Roll und da sage ich mal dafür, dass es dort einen ziemlichen Highlight-Loot gibt, ist das Ganze noch ziemlich leicht und ich hoffe mal, dass Blizzard hier nochmal Hand anlegt und ordentlich am Schwierigkeitsgrad rumschraubt, am besten nach oben, denn das war ja auch der Aufmacher gewesen von Cataclysm. Nachdem das Spiel ja so leicht geworden ist, wollten sie ja den Anspruch wieder hochdrehen und das ist in diesem Patch bisher nicht so der Fall gewesen. Wie es dann in den anderen beiden 5er-Instanzen und in der Raid-Instanz Drachenseele aussieht, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber das spiele ich noch im Laufe dieser Woche an und werde es euch dann im nächsten Playcast berichten. Soweit, so gut. Was sich viele Warcraft-Fans und damit auch ich jetzt natürlich fragen, wir geben Deathwing derbe aufs Maul, werden ihn ja wahrscheinlich auch besiegen, aber was kommt danach? Welchen Obermods kam Blizzard noch aus dem Hut zaubern, um das alles zu toppen? Ja, was die meisten von euch nicht wissen, die Draki, die ist absolute Warcraft-Lore-Spezialistin und deswegen leite ich diese Frage auch direkt an sie weiter. Ja, was passiert weiter? Auf dem PTS haben wir zum Beispiel gesehen, eine mögliche Zukunft ist, Deathwing liegt aufgespießt auf der Spitze des Wurmrot-Tempels. Was der ein oder andere sich dabei vielleicht nicht denkt, ist, dass wir das definitiv gar nicht wollen, denn laut zumindest letzten Romanereignissen ist es so, dass sollte diese Stunde des Zwielichts eintreten, sterben auch alle anderen Drachenaspekte. Es sagt sich der ein oder andere, ist eine schlechte Idee, sage ich auch. Wir müssen auf jeden Fall sehen, was da weiter passiert. Es wird auch schon so ein bisschen angesprochen im Roman, dass es eventuell, also Blizzard hält sich da scheinbar schon ein bisschen was offen, dass es scheinbar eine uralte Macht gibt, die schon von jeher darauf abzielt, dass die Drachenaspekte sich eines Tages gegenseitig zerfleischen, die quasi mit Deathwing angefangen hat und das Ganze jetzt mit den anderen Drachenaspekten dann fortführen und beenden möchte. Die eigentliche Frage war aber, was könnte uns nach Deathwing noch erwarten? Ja, was könnte kommen? Jetzt sagt natürlich der ein oder andere, ja klar, da ist halt auch Sargeras offen. So, natürlich haben wir Sargeras noch offen, wir haben aber, glaube ich, auch noch den ein oder anderen alten Gott offen, denn wir haben noch nicht alle besiegt. Es war meiner Meinung nach an der Zahl 5 und jetzt mussten wir mit dem aktuellen Content mal vielleicht ein bisschen weiterhelfen. In Ankirai haben wir einen verprügelt. Richtig. Und in Uldur haben wir einen verprügelt. Richtig. Einer liegt, also zumindest soll das gerüchteweise ein alter Gott sein. Ich weiß gar nicht, ob das schon zu 100% bestätigt ist, weil es gibt ja viele Dinge, die Blizzard nicht zu 100% bestätigt. Einer soll an der Dämmerküste liegen, hinten, auf jeden Fall an der kalimdorischen Küste soll ein riesengroßes Skelett liegen. Das soll auch gerüchteweise ein alter Gott sein. Bleiben nach Adam Riese aber mindestens noch zwei. Und es würde auch prinzipiell und theoretisch mehr Sinn machen, wenn man erst diese beiden alten Götter ins Spiel bringt, bevor man Sargeras ausbuddelt. Denn in aller altester Azeroth-Geschichte haben ja die Titanen den alten Göttern tierisch auf die Nase gegeben. Das heißt, die Titanen wären quasi die nächste Stufe hinter den alten Göttern. Und natürlich würde es auch Sinn machen, wenn ein Wesen aus von Anbeginn der Zeit irgendwie die Drachen versucht, gegeneinander aufzuhetzen, dass auch das ein alter Gott ist. Ne, und wie wir auch wissen, sind die alten Götter nicht die nettesten Typen von Welt. Deswegen haben sie ja damals auch so derbe auf die Nase bekommen. Und also ich denke, möglich wäre auf jeden Fall, dass Blizzard jetzt den ein oder anderen alten Gott aus der Versenkung holt und uns danach dann vielleicht irgendwann in ferner Zukunft auch Sargeras über den Weg läuft, der mitnichten tot ist, sondern irgendwie nur ein kleiner Teil von ihm ist mehr oder weniger mit draufgegangen, als Medivh getötet wurde. Der Rest schwirrt noch, weiß der Geier worum. Ja, das war jetzt sehr ausführlich. Du hast da am Anfang so ein Buch erwähnt, das du gelesen hast. Welches ist es? Das ist der letzte aktuelle WoW-Roman mit dem Titel Fall, wo wir Fall quasi durch die diversen Drachenschwärme begleiten, auf einem Auftrag von Ysera, die die bereits erwähnte Stunde des Zwielichts quasi verhindern möchte. Ja, und bevor aus dem Playcast hier gleich ein Buchcast wird, würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Der Hyuga und ich, die Draki, wünschen euch noch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende, einen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, süße Träume und guten Appetit.
Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Dann auch wieder mit heißen News und dem, was wir so zu erzählen haben aus der großen, weiten Gaming-Welt. Ja, und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Gaming, PlayNation.de, PlayMassive.de, das sind eure Seiten. Und so viel kann ich schon spoilern zum nächsten Playcast, Rage. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl, BB, und bis zum nächsten Mal.